Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge State of Decay mit dem Björnsen 1. Da hinten brennt schon eine Hütte. Und die ganze Stadt geht echt den Bach runter. Hier ist alles im Arsch und da hinten steht wieder so eine geile Karre. Ich weiß nicht, fahren die Kollegen jetzt eigentlich mit? Ja, sehr geil. Sehr geil. Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir uns mit dem Auto weiter auf den Weg machen. Ja? Ja klar, richtig. Okay. So, wir sind schon unterwegs, als ob wir es geahnt hätten. So, hier hinten sind sie. Ja. So, komm her hier. Schmeiß dich auf die Motorhaube. Aber hey, mal schauen. Also hier drin scheinen die zu sein. Hallo? Thanks. I thought ja, I was thanks. We owe you big time. Ja, und jetzt? Nichts gefunden, ja, Astralien, ja. Ja, Tobsüchtiger, neuer Zombie-Typ. Sehr schön. So, wir haben ein paar. Wir können nichts mehr mitnehmen. Dann würde ich sagen, lassen wir das hier. Und er ist müde. Kollege ist müde. Ah, ist nicht schlecht. Oh, komm, ein Schlaghund. Weg ist er. War es immer noch nicht? So, anscheinend ist diese Mission jetzt auch beendet. Wir sollten definitiv zurück zur Heimatbasis erstmal. Nein, definitiv. Ich weiß nicht, kann man hier eigentlich auch schnell reisen? Ich glaube nicht, ne? Ich muss mal eben schauen, ob wir jetzt hier auf dem richtigen Weg sind, aber ich denke doch. Rechts rum, links. Versorgungsabwurf. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal zurück. So, Wegmarke setzen, Cut schließen. Infektionszeit, ja, bringt nichts. Also, Schnellreise geht nicht. Finde ich sehr schade. Aber macht nichts. Denn wir haben ja die gute alte Sheriff-Karriere. So. Wir kommen damit auch ziemlich gut durchs Gebiet, wenn sie doch ganz bleibt auf der Fahrt. So, hier wieder rechts und ab geht die Reise. Ja, die fährt wenigstens, die hat wenigstens ein bisschen Speed hier. Die fährt wenigstens ordentlich. Und nicht so langsam wie die andere. Karre, Versorgungsabwurf. Wollen wir da jetzt wirklich noch hin? Ich weiß nicht. Ja, komm, machen wir eben. Also Versorgung ist immer gut. Maximal Lagerkapazität erreicht. Ja, hier warten sie auch schon. Na, komm. Machen wir uns hier lieber erstmal. Oh, komm da hoch, bitte. Ja, machen wir uns hier lieber erstmal auf den Weg. Und bauen erstmal das Lager aus. So, los. Ne, müssen wir erstmal wieder zurück zur Heimatbasis fahren. Bringt nichts. Und, ja, wurde uns ja sowieso hier wieder. Jetzt kehren ins Missionsgebiet zurück. Ach, haben wir die Mission hier jetzt angenommen? Wollte ich doch gar nicht. Na, super. Egal.
So, hier schicke ich aber definitiv ein paar Kollegen zum Plündern hin. Definitiv. So, ich hoffe, die ganzen Viecher sind jetzt alle platt. Na, wo bist du denn? Eieiei. Warum zeigt er mir das nicht an? Oh, ja sicher, ist klar. Oh, ey, warum zeigt er mir das denn jetzt nicht an hier zum Untersuchen? Scheiße, und ich glaube gleich ist mein Beil im Arsch. Ah, ja. Echt total scheiße. Oder muss ich die erstmal im alle platt machen? Das ist doch hier. So. Dann steig mal hier aus. Fällt Ressourcen. Ja, super, toll. Schönen Dank auch. Dass es jetzt mal endlich geht. Ja, komm. Bisschen musst du noch durchhalten, Kollege. Na, no, hau doch mal fest da. Ah. So, jetzt. Geht das nur von der Seite? Anscheinend. So. Also, nach Hause funken. Ruf nach Plünderern. Was? No, I haven't earned this. Ah, verfügbarer Einfluss reicht nicht. Das ist aber mal Klappspaken. Das ist ja mal eine geile Waffe, wenn ich dann dafür noch die Munition hätte. Also die werde ich, denke ich mal, auf jeden Fall mitnehmen. Und ich denke mal, es passt jetzt auch. Wisst ihr? So. Score one for us, huh? 100 Schuss. Jawohl. 98 nur noch, nein! 2 Schuss verbraucht. Endlich mal eine geile Wumme. Was ist das? Kampfhandelbeseitigung. Methadon. So, jetzt aber schnell weg hier. Komm. Ja, fahr. Gib Gas. Gib Gas. Another supply drop? How do they know where we are? This is weird. I hope we're not stealing from someone. But I guess they know where to find us. Aber ich würde trotzdem ganz gerne die, die Waffe auswählen. Oder die. Gut, das geht jetzt nicht, weil Munition würde ich mir schon ganz gerne sparen. Ah, toll. Haben uns mal wieder verfahren. Mal wieder verfahren. So, wo müssen wir jetzt überhaupt? Wir wollen zurück und der Weg führt links rum. Erstmal auf Hauptstraße kommen. Endlich eine geile Waffe. Endlich eine geile Waffe. Ja. Negative, Charlie 6. Say again, negative. Remain on station. My ass remain on station. These people are getting their asses handed to them. Do you hear me, Charlie Actual? Charlie Actual. Also ist mir gerade alles ziemlich egal, weil ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich irgendwie zurückkomme. Und erstmal die ganzen Vorräte und alles wieder abliefer. Und dann sollte ich auch den Charakter mal tauschen, weil er hier schon ziemlich platt und ziemlich am Ende ist. Das bringt alles nichts mehr, zum Jordan animiert. Wir müssen erstmal zurück zur Heimatbasis. Definitiv.
Ich meine, ich könnte jetzt Auftrag um Auftrag annehmen, aber dann kommen wir auch nicht wirklich weiter. Wir sollten auch die Heimatbasis mal ein bisschen ausbauen. Vielleicht den einen oder anderen Schlafplatz noch einrichten und dann mal gucken, was wir sonst noch alles bauen können. Oh, und Autofahren müssen wir lernen. Müssen wir definitiv lernen. Die kommen hier einfach drumherum. Ja. Weiter geht's. Jetzt müsste es hier gleich irgendwo rechts hoch gehen und dann. Jetzt ist auch nicht mehr weit. Jawohl. Hier geht's rechts hoch. Und die Karre brennt schon. Ja, super. So, hier rechts. Und hier hoch. Perfekt. Back at home. Heads up, coming in hot. Ja, gleich geht's rund. Schlafbereich einrichten, mehr Außenposten einrichten, Arbeitsbereich einrichten. Ja, ich bin doch dabei, Mensch. Warum schließt er ab von mir? So. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall. Das packen wir in Vorrat. Das packen wir in Vorrat. Das hier auch. Und das hier nehme ich mal mit. So, und dann würde ich jetzt hier auch mal ganz gerne. Ich muss jetzt mal auch ein bisschen mal was ausbauen. So, mal schauen. So, Krankenbereich. Verfügbare Aktion. Zur Krankenstation erweitern. Das machen wir. Verbessert die Vitalität, erhöht die tägliche Chance auf Erholung von Verletzungen und Krankheiten. Also, plus 10 Max Vitalität für alle, täglich 30% Chance auf Erholung. So, das läuft. So, hier können wir Snacks zubereiten, Kaffee kochen. Das wollte ich jetzt nicht. So, nochmal schauen. So, hier können wir nichts machen. Das wird umgebaut, hier wird Kaffee gekocht. So, was haben wir draußen? Man sieht es aber auch nicht, ne? Keine Aktion verfügbar. Zombies erschießen. Schießplattform erweitern. Hier machen wir jetzt mal einen Wachturm. Also nach Munitionsvorräten fragen. Nach Materialvorräten fragen, nach Benzinvorräten. Das wollen wir nicht. Hier geht nichts. So, nochmal. Hier geht auch nichts. Das wird umgebaut. Anstelle vorüberziehenden Horden fallen. Das können wir auch machen. So, dann wird hier soweit alles umgebaut. So, wir haben ja Einfluss und wir müssen jetzt unbedingt den Charakter tauschen. Hey. Ja, bitte. Übernimm du mal eine Weile. So, und die Runde ist auch schon beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, was soll ich sagen? Ich freue mich sehr, wenn ich euch in der nächsten Runde wieder begrüßen darf. Bis dahin, euer Björnsen1.